liebe Sternsinger, ich bin Weihbischof Hauke aus Erfurt. Ich arbeite auch mit gehörlosen Kindern. Heute will ich erzählen über Evangelium von Jesus. Wenn Kinder spielen, dann manchmal plötzlich ein Unfall und Bein ist kaputt. Oder Fahrrad fahren, umfallen, Bein ist kaputt. Dann musst du warten. Du kannst nicht in die Schule gehen. Am Anfang froh, schöne freie Zeit, aber dann traurig, langweilig zu Hause. Die Freunde kommen aus der Schule und erzählen über die Schulzeit. Vielleicht nach ein paar Tagen, du kannst zusammen mit den Freunden in die Schule gehen, sie helfen dir. Gute Freunde helfen einander. Oder ein Konzert und die Freunde sagen, bitte komm mit, wir helfen dir, du kannst auch beim Konzert dabei sein. Im Evangelium hören wir von vier Freunden. Sie haben zusammen einen kranken Freund, er kann nicht laufen. Die vier Freunde haben gehört, Jesus kann gesund machen. Die vier Freunde tragen den kranken Freund zu Jesus, aber vor der Tür viele Menschen stehen. Die vier Freunde nehmen den Kranken auf die Trage und tragen ihn oben auf das Dach. Sie machen das Dach auf und tragen den kranken Freund vor Jesus. Jesus sieht den Glauben und sagt, bitte steh auf und geh nach Hause, nimm deine Trage mit. Der kranke Freund nimmt die Trage und geht nach Hause. Alle staunen, alle wundern sich. Was bedeutet das Evangelium? Für den Kranken, jetzt kann er wieder laufen. Die vier Freunde sagen, unser Glaube hat geholfen. Die vielen Menschen sagen, Jesus kommt von Gott und kann die Kranken gesund machen. Bei der Sternsinger-Aktion, manchmal die Menschen verstehen nicht, was bedeutet das Kleid, die Kreide, das Singen, der Weihrauch, eure Lieder, sie verstehen nicht. Dann könnt ihr zeigen, wir sind gute Freunde zusammen und mit Jesus. Wir wollen den Segen von Gott bringen. Ich wünsche euch offene Türen für euer Singen und Beten.